Submerged Folge 5, willkommen zurück. Wir sind immer noch hier oben auf dem Gebäude von dem, was war es denn nochmal, Hotel? Ich glaube, es war auch noch ein Hotel. Ah, hier kommt, können wir hier hochklettern? Nee, ist nur eine Textur. Also heißt es für uns wieder erstmal wieder runter. Und, oh, da waren Kokosnüsse. Kokosnüsse. Da müsste man raufklettern können. So, jetzt müssen wir erstmal runter, um dann auf der anderen Seite wieder hochzuklettern. Ich hoffe, dass wir irgendwie die Möglichkeit haben, an dem Seil raufzuklettern. Schauen wir da nochmal. So. In der letzten Folge war es ja auch wieder sehr stürmisch. Da ist das Wetter hier wieder umgeschlagen. Und wir werden nochmal über die Holzplanke gehen. So. Es ist übrigens immer noch dieselbe Aufnahmesession. Denn ich bin sehr begeistert von dem Spiel, muss ich sagen. Es gefällt mir sehr gut. So. Und wir erklimmen wieder das Gebäude. Ach, da drüben ist der Kran, den wir ja in Folge, ich glaube Folge 1 war das, glaube ich, haben wir den sogar erklommen. Oder war das Folge 2? Ich weiß es gar nicht mehr. Schon wieder so lange her. Vergangenheitsflexi, der war ja da gewesen. So. Und auch diese Musik ist immer sehr schön und sehr... sehr schöne Melodien, die immer sehr stimmig sind, die auch immer passen. Ich höre doch hier jemand lachen. Oh, ein Schmetter. Schmetterlinge. Ah, schön. So. Haben wir hier... Oh, okay. Hui. Oh, und das nur mit der Hände. Oh, das tut doch... oh, das muss doch wehtun. Das muss doch wehtun. Mit der Hände. Mit den bloßen Händen einfach runtergerutscht. Okay, wir können... zwei Wege einschlagen oder ist es nur ein Weg? Ich glaube, das ist nur ein Weg. Werden wir mal hier raufklettern. Und da drüben war ja das Überlebenspaket, aber das sieht auch nicht so aus, als ob wir da oben raufkommen würden, also da wo die Palmen sind. Schauen mal. Und ich packe nochmal das Fernglas aus, um zu gucken, ob wir... ah, schau mal eine an. Ein weiteres Überlebenspaket. Da waren wir, genau, da waren wir gewesen. Das ist das andere Hotel, wo die Bienen da unten waren oder die Wespen. Und da ist der Turm, wo unser Junge liegt. Unser, beziehungsweise unser Bruder. Funktioniert die Uhr? Nein, natürlich funktioniert die Uhr nicht mehr. Dafür ist die Zeit stehen geblieben hier quasi in der Stadt. Dafür ist es schon viel zu lange her. Und wir haben ein weiteres Bild, dass das Wasser noch weiter gesunken ist, aber die Natur sich alles zurückgeholt hat. Und wir natürlich hier weiter herausfinden, was hier geschehen ist. Und, ah, oh, das Wetter schlägt schon wieder um. Und ich muss ehrlich sagen, es ist Hammer. Es ist total cool. So. Ja, und wir haben in der... ich glaube, müsstet ihr, glaube ich, jetzt schon mittlerweile gesehen haben. Wir haben wieder in der letzten Zeit wieder Boxenstopp aufgenommen. Wir kamen mal wieder zu den Aufnahmen. Wir haben wieder Zeit gefunden. Gamescom ist ja auch mittlerweile schon wieder vorbei.
War übrigens sehr geil, wird nächstes Jahr auch wieder auf der Gamescom sein. So, natürlich werde ich dieses Paket nicht mitnehmen. Das heißt, wir haben ja alles entdeckt. Und werden wieder runterklettern. So, wo war denn das jetzt? Da. Nee, Moment. Hä? Hier. Ich schau mal eben auf die Karte. So. Das haben wir. Ah, okay, die sind dann grau hinterlegt. Gut, dann haben wir soweit da alles gesammelt. Da drüben, wo ich jetzt hingucke, in die Richtung, müssten wir eigentlich auch schwimmen, oder beziehungsweise nicht schwimmen, sondern mit dem Boot fahren. Denn da scheint noch ein Buch zu sein, was wir sammeln können, was die Geschichte weiterführt. Aber das Wetter hat sich jetzt schon wieder gebessert. Also es ist relativ randommäßig. Da waren wir gewesen, ne? Genau, da hatten wir, glaube ich, schon was eingesammelt gehabt. Ich glaube, in der letzten Folge war das gewesen. So, kommen wir denn hier irgendwie runter? Ich schau mal eben. Werden wir mal wieder in Richtung Boot gehen. So. Also auf eine neue Reise. Auf eine neue Erkundung. Und die beiden haben ja, oder beziehungsweise sie spricht ja auch ab und zu ein paar Sätze, aber eigentlich eine Sprache, die ja wir eigentlich nicht kennen oder die wir ja nicht entschlüsseln können, weil wir die Sprache nicht kennen, nicht beherrschen. Das heißt förmlich, dass sie eigentlich, die beiden, ja vielleicht doch nicht von hier kommen. So meine Mutmaßung. So, waren wir hier schon gewesen? Da geht's... Ach ja, stimmt, da ist das Boot. Und hier waren wir, glaube ich... Ich glaube, hier waren wir auch gewesen. Stimmt, da kamen wir dann, glaube ich, da hoch. Oder ging es da noch um die Ecke rum? Können wir von unten von dem Boot mal gucken. Und das Wetter ist wieder richtig schön geworden. Die Sonne ist wieder draußen. Ich hoffe natürlich, dass sich das im Endeffekt am Ende des Spiels, sag ich mal, aufklärt, wer wir sind, was wir hier quasi, ja gut, ich sag mal, was wir hier tun, wissen wir ja. Wir versuchen natürlich, nein, also darum geht es anscheinend nicht. Was wir natürlich tun, wissen wir. Wir versuchen natürlich, unseren Bruder erste Hilfe zu geben. Versuchen hier zu überleben in dieser heruntergekommenen Metropole. Kann man da eigentlich noch von Metropole sprechen? Man weiß es nicht. So, natürlich steigen wir ins Boot ein. Und es geht weiter. So, ich hatte vorhin auf der Karte... Ich schaue nochmal eben. So, wir sind da. Also müssten wir jetzt in die Richtung... Ist das richtig? Ich schaue nochmal eben. Ja, in die Richtung müsste noch ein Buch sein. Kann das sein, dass es hier war? War das hier gewesen vielleicht? War das hier? Ich glaube ja. Ist nur die Frage, wie kommen wir ja da oben, leuchtet schon. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt da rauf? Müssen wir mal gucken. Und es sieht schon sehr beeindruckend aus. Auch wenn ich es ihm mal wieder sage, aber Leute, es ist... Manche Indie-Games sind schon sehr, sehr nice und sehr toll in Szene gesetzt und schon lange, wie gesagt, nicht mehr so ein gutes... Unwetter, Blitze. Würde ich jetzt mal behaupten, dass es das bedeutet. Ist immer noch die Stadt der Geschichte. Wir müssen noch viel, viel mehr über die Stadt der Geschichte rausfinden. Da bin ich sehr gespannt, wie es dort weitergeht. So, setzen wir uns wieder ins Bötchen. Ins Bötchen, ins Bötchen. Und ich schaue dann nochmal auf die Karte.
können eigentlich in die Richtung, weil da war, glaube ich, auch ein Buch irgendwo. Und auch wenn ich manchmal vielleicht ein bisschen ruhiger bin bei dem Let's Play, nicht wundern, das ist einfach ganz normal, weil ich, so wie ihr, auch so ein bisschen die ganze Geschichte genieße. Und ich denke mal, das tut ihr auch. So, da haben wir noch ein Buch. Ja, Unwetter, Wolken ziehen über die Stadt. Da sah es aber so aus, als wäre die Stadt noch in Ordnung. Zumindest auf dem Bild. Fahren wir mit dem Boot mal in die Richtung, weil das würde mich jetzt echt mal interessieren, was es da ist. Das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge gesehen, dass ich gesagt habe, vielleicht ist es ein Stadion. Sieht förmlich danach aus. Weil wir müssen ja die Monumente auch noch rausfinden. Oder entdecken. Und ja, es sieht danach aus, als wäre hier mal früher ein Stadion gewesen, was untergegangen ist vor der Flut. Und hier... Boah, sieht das geil aus. Ohne Scheiß. Entschuldigung. Wir werden mal in Richtung Statue fahren mit dem Boot und Richtung Brücke. Dem Sonnenuntergang entgegen. Es wird schon wieder Nacht. Die wachsame Dame. Die Dame wacht also über uns. Und wir reisen mal zu der Brücke. Im Hintergrund sieht man die Stadt. Und die Delfine folgen uns natürlich auch, so wie das aussieht. Ach, das waren gar keine Figuren, Gesichter, was ich da in einer Folge gesagt hätte, sondern wirklich, sondern das waren einfach nur ein paar Bäume. Aber wir kommen hier, glaube ich, nee, wir kommen nicht zur Brücke, oder? Doch, kommen wir. Ich will ja keinen Quatsch erzählen. Aber das Boot leitet uns immer weiter nach rechts. Also ich komme da nicht ganz zu der Brücke. Und ich glaube, es zählt auch nicht irgendwie zu einem Monument, oder? Nee. Ich komme da leider nicht hin. Leider. Hier ist eine unsichtbare Wand. Dann reisen wir einfach mal weiter. Wieder zurück in der Stadt. Ich schaue ganz kurz auf die Karte. So, wo sind wir? Ach, wir sind da unten am Rand der Karte. Ah, okay. So, dann müssen wir mal hier lang. Hier ist noch ein Upgrade. Nehmen wir natürlich mit. So, damit kann ich mit meinem Boot wieder schneller fahren, richtig? Jawohl. Das sieht aus wie eine Kirche, oder? Kann das sein? Das sieht so beeindruckend aus. Unfassbar. Oder ist das ein Sendemast? Das ist ein Sendemast. Okay. Kommen wir hier vielleicht irgendwie rauf? Ah. Der Speer des Titanen. Das ist ein kleiner Sendemast, der auch untergegangen ist in der Stadt. Ich schau mal eben, ob ich hier irgendwie raufkomme. Das sah von Weitem aus wie eine Kirche. Ich glaube, auf dieses Gebäude kommen wir nicht. Da wächst eine Palme aus dem Fenster. Auch lustig. Ja, ja. Ach ja. Ich frage mich immer noch, also meine Frage ist immer noch, warum gegen diese Welt vor die Hunde? Was ist passiert?
Und da haben wir wieder ein Boot-Upgrade. Sehr schön. Damit fährt mein Boot noch schneller. Da oben ist ein Buch. Ich sehe es. Hinterher. So, die Sonne geht langsam unter, verschwindet schon am Rand des Ozeans. Wir legen hier an und versuchen natürlich wieder mehr über die Geschichte herauszufinden, indem wir ein weiteres Buch sammeln. Ich frage mich, wenn wir jetzt einfach zu unserem Bruder hinkommen, ob wir dann einfach schlafen können, um die Nacht zu überwinden. Oder ob das nur storyabhängig ist, dass man schläft. Der Mond mit einem Blitz vielleicht. Ich weiß es nicht. Huch, hallo Framerate. So. Das hätten wir dann auch gesammelt wieder. Sehr schön. Wir sind so auf Erkundungstour momentan. Ich bin sehr gespannt auch auf eure Kommentare unter den Videos. Was ihr so sagt zum Spiel. Klappern wir mal ein wenig die Karte ab. Erkunden mal noch weiter. Ich glaube, hier können wir auch was finden. Ist hier da schon etwas zum Klettern. Und da ist auch schon der Mond aufgegangen. So. Da haben wir eine Anlegestelle. Natürlich, die wir natürlich benutzen werden. Und da oben sehe ich schon wieder ein Buch leuchten. Was wir natürlich einsammeln werden. Regen, Gewitter, Blitze. Wir können alles nur mutmaßen, weil wir diese Zeichnung, na, vielleicht nicht ganz verstehen, aber versuchen sie zu entziffern. Denn wir wissen ja immer noch nicht, was hier geschehen ist. So, ich schaue nochmal auf die Karte. Wir sind unten links am Bildschirmrand. Da sind noch ganz viele Sachen, die wir noch entdecken müssen. Ich werde mal versuchen, so rum um das Haus zu fahren. Und es fängt an zu gewittern, zu stürmen. Schau noch mal eben, hier waren irgendwie Bücher, genau. Ich glaube, das ist auf dem Gebäude, wenn ich das richtig jetzt... Oh mein Gott. Und wieder ein Delfin. Juhu. Yeah, Delfine. Ich glaube, das ist das Gebäude, oder? Irre ich mich da? Nee, rechts von uns. Dann ist es das Gebäude. Dann werden wir dieses Gebäude mal erkunden. Vielleicht gibt es etwas, was ich gebrauchen kann. Ich übersetze das mal. Dunkles Domizil. Da oben ist jemand, der bewacht das Haus. Eine alte Statue. So, ein neues Buch. Zwei Städte unter Wasser. Was könnte diese Zeichnung bedeuten? Vielleicht die große Stadt, die unter Wasser liegt. Weil es wird ja wahrscheinlich noch viel, 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 viel mehr unter Wasser sein. Und ob wir das jemals rausfinden werden, ich weiß es nicht. Ob wir vielleicht noch unter Wasser kommen werden. Auf jeden Fall müssen wir versuchen, hier zu überleben, herauszufinden, was passiert ist. Und natürlich ums Überleben kämpfen. Und Moment. Ich gehe erstmal unten lang. Da scheint es nämlich eine Reihe an Büchern zu geben. Oder ein Buch zumindest. Und das werden wir natürlich mitnehmen.
natürlich. Na, du sollst runterklettern. So. Und da haben wir wieder ein Buch. Familie mit Hund. Und die anderen haben alle so Fragezeichen auf dem Kopf, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber die sind alle grün. Warum sind diese Menschen grün? Hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass wir unsere Hände schon so grün haben, unsere Füße? Herrscht hier vielleicht eine Art Virus in der Stadt, eine Art Krankheit durch die Flut? Man weiß es nicht. Das sind alles nur Mutmaßungen von mir, wo ich versuche natürlich selbst mit euch zusammen herauszufinden, was passiert ist. Aber wie gesagt, ich kann nur mutmaßen. Ich weiß es selber nicht. Ich habe mich auch nicht irgendwie jetzt vorab gespoilert oder so. Ich habe es ja nur mir einmal kurz im Trailer angeschaut und es sah schon sehr beeindruckend aus. Und ein paar Bilder gesehen. Aber so storymäßig weiß ich natürlich gar nichts. Ich weiß nur, dass es halt ein Adventure ist. Und ich lasse mich sehr überraschen. Und ihr hoffentlich natürlich auch. So. Und wieder ein paar Glühwürmchen. Wir können hier lang. Wir können aber auch... Nein, können wir nicht. Ah, da hinten ist noch ein Buch. Da ist noch ein Buch. Ich sehe es. Das haben wir, glaube ich, schon markiert. Und gehen wir mal hier lang. Und schauen wir mal. Ich glaube, wir müssen weiter nach oben. Wir erklimmen wieder das Gebäude. Na, ich habe immer so ein bisschen Angst, dass sie runterfällt. Ich hoffe nicht, dass man... Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, man kann auch, glaube ich, hier nicht irgendwie sterben oder umkommen. Aber man weiß es ja nicht. Na, wir müssen mal schauen. Wir sind ja genauso hier gestrandet wie du auch. Oder wie ihr. Und wir werden gemeinsam versuchen herauszufinden, was uns hier noch so erwartet. Ich glaube, in dieser Folge möchte ich doch noch dieses Gebäude erklimmen. Ich habe ja in der letzten Zeit die Folgen mal so auf 20 Minuten gemacht. Ich sag mal, 20 Minuten ist wirklich eine gute Zeit, so sich ein Video anzugucken. Okay, hier komme ich nicht lang. Und, oh. Hallo, Sir. Und, ich glaube, alles, was ein bisschen länger ist, eine halbe Stunde geht auch noch, aber ich glaube, schon ein bisschen sehr lang. Aber ich sag mal, so 20 Minuten, so um den Dreh, 20, 25, kann man sich antun. Ist das ein Vogel, der jetzt gerade gelacht hat? Und hier haben wir noch ein weiteres Überlebenspaket. Was ich natürlich, glaube ich, erstmal nicht einsammeln möchte. Und ein weiteres Buch. Ein Mensch mit einem Blatt auf einer Schulter? Was mag das heißen? Haben die Menschen sich verwandelt? Wir haben in einer Folge schon, oder ich glaube in zwei Folgen schon gesehen, dass, wenn es Menschen waren, waren es Mutanten, haben sich infiziert mit irgendetwas. Alles Mutmaßungen. Alles nur... von mir Mutmaßungen, was hier hätte passieren können. Und ich glaube, ja, mit den schönen Worten und den schönen Bildern wieder und der Melodie möchte ich mich wieder verabschieden in einer weiteren Folge. Und ich schalte das nächste Mal auch wieder ein bei Let's Play Submerged. Macht's gut. Ciao.